Während in Europa die Autoverkäufe den Herstellern tiefe Sorgenfalten bescheren, erholt sich der nordamerikanische Markt gerade. Die Amerikaner kaufen wieder Autos. Mit Überzeugung wählen sie derzeit einheimische Produkte. Deshalb ist die Los Angeles Auto Show gerade für Autobauer aus Asien und Europa wichtig, um Begeisterung für ihre neuesten Kreationen zu entfachen. Fiat hat angekündigt, daran interessiert zu sein, die komplette Mehrheit an einem der wichtigsten US-Autobauer, nämlich Chrysler, übernehmen zu wollen. 58.000 Euro soll Porsches Angriff auf die Kompakt-SUV-Klasse kosten. Wahlweise tritt der Macan mit 258 Diesel PS, 340 Fährten im Macan S oder in der Turbo-Version mit 400 PS an. In Los Angeles ist der Porsche 911 eines der beliebtesten Cabrios. Kein Wunder bei den Wetterbedingungen im Sunshine State. So könnte die kommende Legacy-Generation aussehen. Mit diesem Konzeptcar wagt Subaru einen ersten Ausblick. Der WRX feiert in Los Angeles seine Weltpremiere. Doch diese potente Sportlimousine wird in dieser Form in Europa nicht angeboten werden. Wer über US-SUVs redet, kommt am Cadillac Escalade nicht vorbei. 5,70 Meter lang, Platz für bis zu 8 Personen und einen bulligen V8 unter der Haube. Das ist der American Way of Drive. Da die Autokäufer in Los Angeles Wert auf Leistung legen, kommt das Spitzenmodell des Jaguar F-Type bestimmt besser als die Grundversion an. 550 PS überzeugen. Der Lexus LF LC ist noch eine Studie. Und das ist das BMW 4er Cabrio. Gerade in den USA ein ganz wichtiges Auto für BMW. Denn der Nordamerikamarkt ist der Absatzmarkt Nummer 1 für die Münchner. Mercedes Intelligent Drive. Unter diesem Namen entwickeln die Stuttgarter das autonome Fahren. In einem ersten Test hat das Auto die Bertha-Benz-Route völlig ohne Eingriffe des Fahrers zurückgelegt. Der S65 AMG hat von dieser zukunftsweisenden Technik zwar schon viele Sensoren und Assistenten an Bord, doch er ist und bleibt ein echtes Fahrerauto. Kaum ist der GLA auf dem Markt, da gibt es schon eine ganz besonders sportliche Variante zu bestaunen, den GLA 45 AMG. Allerdings derzeit noch als Concept Car. Während der US-Automarkt wieder anzieht, verzeichnet VW dort Absatzrückgänge. Im Oktober verkauften die Wolfsburger nur 28.000 Autos. Neuen Schwung soll bald der elektrisch angetriebene E-Golf bringen. Das neue Kia-Flaggschiff für den US-Markt hört auf den Namen K900. Unter der schicken Fronthaube werkeln kräftige V6 und V8 Motoren. Ob und wann er nach Deutschland kommen könnte, steht allerdings noch nicht fest.